Ja, die Feuerwehr Schorndorf ist heute Abend am Sonntag gegen 19:30 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Rosenstraße alarmiert worden. Beim Eintreffen hat sich die Lage folgendermaßen dargestellt: Es lag ein PKW auf der Seite und eine Person befand sich im PKW. Zur Rettung dieser Person wurde durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät das Dach abgenommen. Ja, da sich die Einsatzstelle direkt in der Innenstadt befand, hatten wir zu Beginn einige Schaulustige vor Ort. Diese wurden dann aber durch uns und durch die Polizei von der Einsatzstelle verwiesen und dementsprechend gab es auch keine weiteren Probleme. Ja, richtig, wir haben die Person befreit in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und diese wurde dann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Wir haben dann noch die Straße gereinigt, das Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt und sind dann wieder eingerückt. Wir waren mit 4 Fahrzeugen und knapp 30 Mann im Einsatz. Also, ich war hier im Restaurant ums Eck, was essen mit ein paar Freunden. Und dann habe ich hier von dem Unfall mitbekommen. Und dann bin ich hin, da ich einen Sanitäterkurs habe, habe gedacht, man kann ja ein bisschen erst helfen. Und dann bin ich hinkomme, sind schon mehrere Leute da gewesen, haben die Türe vom Fahrzeug aufgemacht, die Beifahrertüre, und haben versucht, mit der Person zu kommunizieren. Das ging am Anfang auch, bis er dann letztendlich das Bewusstsein verloren hat. Und dann traf schon der Rettungsdienst ein, an dem wir das Ganze dann übergeben haben, sozusagen. Wir haben versucht, ihn zu befreien, allerdings war er im Bereich der Füße irgendwie leicht eingeschlossen. Konnten wir jetzt nicht mehr genauer sehen und wir haben dann gedacht, wir überlassen das der Feuerwehr. Ja, man sieht halt so das Auto da liegen und denkt sich, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Man sieht die Unfallsituation und erstmal versucht man halt, den Mensch an sich zu retten. Also, wo ich ankam, sind mehrere Leute um das Fahrzeug rumgestanden. Einer hat wohl aktiv schon die Feuerwehr gerufen und meinte, ja, der Rettungsdienst, Feuerwehr kommt. Und allerdings musste man die anderen Leute, die dann noch drumherum steht, erst zum Helfen bewegen, sage ich jetzt mal. Und das hat dann relativ gut geklappt. Ja, ich habe mein Geschäft geputzt und wäre ich 10 Minuten früher da gewesen und hätte was in den Kofferraum gestellt, wäre ich jetzt tot.